Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Nottingham Forest Karriere. Ja Leute, heute haben wir das große Saisonfinale, Reading, QPR, Fulham, dann hier Blackpool, Birmingham, Luton Town, Peterborough, dann ist das Swansea City, West Bromwich Albion und hier Hull City, wird alles schnell simuliert und dann hoffe ich, können wir noch in den Playoffs irgendwas machen. Jetzt kommt englische Woche, haha. Gegen Reading, die sind auf Platz 4, starten wir hier rein in die Schnellsimulation, gewinne mit 2:1, Maite trifft bei Reading, bei uns Milligan und Acosta. Und es sind ja nur noch 11 Punkte auf Fulham, also West Bromwich ist aufgestiegen, das ist klar, aber Fulham, wenn wir jetzt mal ein paar Spiele in Folge gewinnen, ja gut, dann verlierst du wieder, dann ist es wieder unmöglich, bei QPR trifft Chair. Die Spiele werden nicht einfacher, jetzt gegen Fulham das direkte Duell, also wenn wir das nicht gewinnen, dann sind die Bayern schon sicher aufgestiegen, wir gewinnen mit 2:1, Robinson trifft bei Fulham, bei uns Moukoko und einmal auf der Bank noch Rodrigo Eli. Zwei Jungspieler möchten weg, einmal Elliot Knowles und John McIntosh. Das ist einmal der hier, den können wir mitnehmen. Den haben wir zum Innenverteidiger umgeformt und der andere, wo ist denn hier, das ist der Knowles. Genau den werden wir aber freigeben. Zwei neumonatige Scouting-Updates, Jugend-Scouting-Bericht, heißt, die können wir mal in ein anderes Land schicken. Arthur Turnbull, den können wir mitnehmen, der ist zu schlecht, auch wenn er erst 15 Jahre alt ist. Jack Kutschren, den nehmen wir auch mal mit. Wir haben nicht so ein richtig Megatalent mit so einem Millionenmarktwert, aber immer so kleinere, gute Talente oder okay Talente haben wir schon dabei. Mal schauen, wie das Ganze hier in England aussieht. Haben wir hier vielleicht was Gutes? Ne, hier ist auch nichts Gutes dabei. Das nächste Spiel gegen Blackpool steht auch schon an. Ja, also das müssen wir gewinnen, Leute. Wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich echt nicht mehr, wie wir aufsteigen sollen. Verlieren 1:0, weil bei Blackpool trifft Bowler. Wir haben jetzt den Aiden Willis für 3 Monate nach Italien geschickt. Wir können sich mehr machen. Und den Oliver Morrison für 9 Monate nach Rumänien. Nächstes Spiel gegen Birmingham City, dem alten Club von Jude Bellingham. Unser Torhüter hat eine 81 im Live-Rating. Wir gewinnen aber nicht. Dini trifft bei Birmingham, bei uns Osei Tutu. Drei Spiele wieder direkt hintereinander. Einmal gegen Luton Town, danach gegen West Bromwich. Low muss ausgewechselt werden. Komm, Leute. Hier muss ein Sieg her. Da ist er, Moukoko trifft. Jetzt kommt das Spiel gegen West Bromwich. Und es wird eng. Es sind nur 5 Punkte auf Bournemouth. Kommt, Leute. Das ist ein wichtiges Spiel. Unschieden zumindest. Das machen wir. Mowat trifft bei West Bromwich, bei uns Cavallo. Komm, Leute. Peterborough, Platz 18. Wir müssen jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen. Das wäre mega wichtig. Wieder nur 1:1. Bei Peterborough trifft Marriott, bei uns Brown. Dann sehen wir zum einen Ethan Horvath verlässt uns den Rangers für 4,75 in der neuen Saison. Die sind 2 Plätze vor uns. Und McIntosh geht für 1 Jahr zu Portsmouth. Die sind, glaube ich, in der 3. englischen Liga. Das Jugendtalent, was wir rausgeholt haben. Nächstes Spiel gegen Swansea City. 2 Spiele haben wir noch. Wir können auch auf Platz 3 kommen. Spielen nur 1:1. Jetzt geht's nicht mehr. Bei uns trifft Moukoko Pirou bei Swansea City. Dann haben wir einen Scout aus Italien, der leider kein gutes Talent findet. Wie sieht das Ganze hier in Rumänien aus? Ist ja der richtig gute. Der 5-4-Sterne-Scout findet der was Gutes. Dominic Russo. Mein Namensvetter schreibt sich nur hinten anders da, aber ansonsten findet er auch nichts Gutes. Letztes Spiel gegen Hull City. Wir können auch auf Platz 4 kommen, wir können nicht mehr rausfliegen. Playoffs ist sicher, aber Platz 4 wäre geiler, wenn wir gegen Platz 5 spielen. Gehen wir rein, weil ich glaube 3 gegen 6, 4 gegen 5. Wir spielen nur 2:2. Bei Hull City trifft Huddlestone, McLaughlin, bei uns Brown und Moukoko. 2 Jugendspieler möchten weg, Felix Voigt und Louis Dever. Mal schauen wir diesen. Zum einen Louis Dever, der ist hier. Den werden wir freigeben und den Felix Voigt nehmen wir mit. Hinspiel gegen den FC Reading. Ich weiß nicht, wie es hier ist. In der Champions League gibt es keine Auswärtstorregel mehr. Wir haben aber auch richtig gute Spieler. Ey, unser schlechtester Spieler sind 73 mit Milligan und Reger. Und dann unser 17-jähriger Moukoko. Was passiert hier? Wir gewinnen mit 0:1. Moukoko trifft. Und da ist das Rückspiel gegen den FC Reading. Wir müssen nur einen Unentschieden holen, wir müssen nicht hoch gewinnen, gewinnen sogar 1:0, Zinkernagel trifft, heißt wir sind im Playoff-Finale. Dann sehen wir, Stoke City verliert ganz knapp gegen Blackburn Rovers 3:2, heißt gegen die spielen wir den Aufstiegsplayoff, da ist glaube ich auch hier ein Rückspiel. Wir gucken mal ganz kurz in den Kalender, nein, das ist nur ein Spiel. Okay Leute, aber wir schauen erst nochmal vorher rein, hier ins monatliche Scouting-Update. Einmal aus Italien haben wir hier vielleicht jetzt mal ein richtig gutes Talent dabei. Aber dieser Scout, der findet echt nichts Gutes. Dann schauen wir mal, wie es bei ihm aussieht. Hier aus dem guten Rumänien. Ob es hier besser aussieht. Iosif Lupu. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Er hat nur eine gute Gesamtstärke. Ansonsten kein gutes Talent dabei. Da ist das Spiel, Leute. Wird es so sein? Steigen wir auf. Eigentlich will ich nicht aufsteigen, weil das Team ist noch nicht gut genug. Ich bleibe gerne noch ein Jahr länger in der 2. englischen Liga. Das passiert aber nicht. Wir steigen auf.
Nach West Bromwich und nach Fulham steigt Nottingham Forest im ersten Jahr direkt auf. Gallagher trifft auf Blackburn Rovers, bei uns Grimes und eben Moukoko. Und Leute, wir sind am Ende der Saison. Ich werde jetzt die Jugendspieler rausnehmen. Douglas Lennox, aber der hat eine gute Gesamtstärke, den können wir einfach verkaufen. Und wir nehmen natürlich alle mit, die über einer 60 sind, den können wir dann auch verkaufen. Ein bisschen Geld machen müssen wir, den Rest lassen wir einfach nochmal drin. Dann sehen wir die Liga mit West Bromwich und Fulham, die aufsteigen. Genauso, wir haben es geschafft, auf Platz 4 mit aufzusteigen. Reading, Blackburn Rovers, Stoke City sogar noch vor uns. Dann Sheffield, QPR, Preston North End, Coventry, Bournemouth, Birmingham City, Bristol City, Millwall, Middlesbrough, Hull City, Blackpool, Derby County, Huddersfield, Peterborough, Cardiff City. Absteiger sind Luton Town, Swansea City und Barnsley. Alle recht knapp dran. FA Cup gewinnt Tottenham 2-0 gegen West Ham. Dann gewinnt den Carabao Cup Brighton gegen Chelsea mit 5-4 Elfmeterschießen. Wir gewinnen eben die Aufstiegs-Playoff. International Cup hat Götztepe gewonnen, da sind wir nicht weit gekommen. Superpokal gewinnt Villarreal 3-1 gegen Chelsea. Dortmund gewinnt die UEFA Champions League, sieht man auch nicht so oft. Gegen Paris mit 3-1, Inter Mailand 2-1 gegen Real Sociedad gewinnen die Europa League. Die Conference League gewinnt die Roma mit 4-3 im Elfmeterschießen gegen Stade Rennes. Wir schauen mal ganz kurz, ob hier unser Torschütze dabei ist. Nein, da ist der Johnson dabei mit 15. Moukoko anscheinend nicht so viel. Schauen wir mal ganz kurz rein in die Statistiken. Grimes die meisten Spiele, am meisten Tore hat Moukoko mit 18. Der ist echt eine 75 mit 17 Jahren. Das ist echt krass. Grimes die meisten Vorlagen. Ely und Moukoko bleiben am meisten ohne Gegentor. Unser wertvollster Spieler ist natürlich Youssoufa Moukoko. 14 Millionen, dann Grimes 11,5. Brandon Johnson und Moukoko, die zwei, die möchte ich echt ewig halten, die sind so unfassbar gut. Und da würde ich sagen, die Verträge sind auch verlängert, mehr oder weniger. Shelby, der kommt dann wahrscheinlich zurück, wird dann wahrscheinlich automatisch verlängert. Die restlichen Verträge müssen wir in der neuen Saison dann nochmal verlängern. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch nochmal in der neuen Saison wieder. Dann sehen wir Vorbereitungsturnier, wir müssen das mit dem meisten Geld nehmen. Wir sind jetzt in der Premier League, hier sind eben auch Girona, Bajakci hier, Stuttgart, Sheffield, Genk, Antwerpen und Hamburg dabei. McIntosh und Horvath haben uns verlassen, McIntosh per Leihe, Horvath per Verkauf. Zwei neunmonatige Scouting-Updates, einmal wieder aus Rumänien, der jetzt länger da bleibt, den Italiener müssen wir wegschicken. Ich habe gerade nicht seinen Namen gesehen, der war aber gut, der ist auch gut, Giorgio Olaru. Ja, mal schauen, was der dann so drauf hat hier aus Italien, mal schauen. Ja, dieser Scout ist echt unfassbar schlecht, der hat noch kein gutes Talent gefunden, ne? Und diesmal, und das bleibt auch dabei. Und Leute, wir sehen, wir haben alle Verträge verlängert. Harry Arter, der ist zurückgekommen von seiner Leihe, nur noch ein Jahr, den werden wir dann verkaufen. Der beendet seine Karriere. Und dann sehen wir hier Angus Milligan und Youssoufa Moukoko, beide 6 Jahre, jetzt auch 5 Jahre. Vor allem die beiden hier, mit denen möchte ich echt langfristig planen, wenn sie sich gut verbessern, hoffentlich mal. Wir sehen auch, wir haben unfassbar viel Budget, 41 Millionen. Schreibt da liebend gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind 2 Außenverteidiger und einen Torhüter. Eventuell in der Innenverteidigung nochmal besseren wie Worrell oder Ely, weil die beiden, glaube ich, auch relativ schon mehr oder weniger alt sind für Fußballalter. Worrell ist noch 25 und Ely ist 28, aber wir können Figueiredo einmal auf die Transferliste setzen. Ne? McKenna können wir nochmal einen richtig guten kaufen. Schreibt mir da lieben gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Wie gesagt, 2 Außenverteidiger, einen Innenverteidiger und einen Torhüter. Das sind erstmal die wichtigsten Positionen. Und dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.